Was geht ab, liebe Battlebear-Freunde? Ja, was geht ab, Freunde der Alderaner Wochenschau? Heute ist der Finn bei mir. Das ist jemand ganz Neues auf dem Kanal. Finn, warum bist du denn eigentlich hier im Battlebear? Ja, der nette Kian hat mich halt eingeladen, einfach mal für ein ganz kleines Event hier dabei zu sein. Und zwar wollen wir ein Unboxing machen. Genau. Wir haben von Asmodee netterweise Shatterpoint-Promos zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben ja schon das Grundspiel unboxed. Jetzt machen wir die erste Geländeerweiterung, das Take-Cover-Pack und die ersten beiden Squad-Erweiterungen, einmal Dooku und einmal Obi-Wan. Namen musst du auch schon sagen, der ist schon sehr episch. Ja, stimmt. Also das Twice the Pride Squad-Pack und das Hello There Squad-Pack. Sehr gut. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Finn, was wollen wir anfangen? Fangen wir erstmal mit dem Terrain, mit dem langweiligsten? Wichtigste, wo Das willst du sein? Wichtigste? Das Gelände. Genau, also ihr seht ja alles nochmal, ja? Gute große Boxen. Sehr schöne große Boxen, auch cool aufgemacht. Das Artwork ist einfach halt cool. Ne? Ich finde diesen Comic-Look ist einfach, das Ja. finde ich einfach. Also was hier cool ist, ist, dass so ein Speeder drin ist und ein kleiner Gong-Droide. Oh ja. Voll süß. Ja. Halt Felsen und ja, Leitung. Ich glaub, manche Sachen überschneiden sich mit dem aus dem Core-Set, wenn ich so überfliege. Genau, ich glaube, dieses große Teil hier Genau, die Leitern und die wahrscheinlich sind Leitern auch, drin. ja, Ja. genau. Diese kleine Satellitenstation, die ist auf jeden Fall im Core-Set nicht drin und die Felsendinger halt auch nicht. Ja, cool. Gong-Droide auch nicht. Der Gong-Droide auch nicht. Der Gong-Droide ist witzig und wichtig. Gucken wir hier mal rein. Da erwartet uns ganz schön viel Plastik in diesem Karton. Yay! Und eine kleine Anleitung. Ja. Kamera, das ist echt schwierig. Stellen wir das mal auf die Seite. In der Anleitung, read this first. Join the community. Yay. Die Yay! Credits. Ansonsten ist da nicht so viel drauf. Das hier zuerst lesen. Okay, gut, alles klar. Es gibt, also hier steht quasi drauf, wo man hin muss, damit man die Zusammenbauanleitung. Genau, die sind auch schon online auf jeden Fall auf der englischen Seite. Genau. Auf der deutschen habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, wenn ich ehrlich Nee, bin. auf der deutschen sind sie noch nicht online. Aber zum Glück wird da auch relativ wenig Text benutzt, von daher ist das okay. So, ich leere das einfach hier mal alles aus. Das finde ich echt ganz schön viel. Zieh, los. Oh, sind Zieh, hier zieh. viel. Ah, ja. So, also wir haben. Oh Gott. Eins. Zwei. Drei. Vier große Gussrahmen und zwei kleine nochmal. Also hier haben wir mal Leitern. Die sind an einem Stück. Das ist eigentlich ganz nett. Ich muss sie nicht mehr zusammenbauen. Das hast also Leiter zusammen, stelle ich mir auch relativ Super schwer. nervig vor. Super nervig. Und dann gibt es einmal einen Gussrahmen so mit dem ganzen ja, Kleingerümpel, dem Gong-Droiden und dem Bike. Das Bike sieht eigentlich auch echt ganz cool aus. Alles halt sehr filigran, ne? Wie wir im Grundspiel auch schon gesehen haben. Ja. Also es sieht jetzt für mich vom Maßstab her aus, weil ich das Swoop-Bike jetzt gerade so habe, wie ich es Legion halt kenne, ist, glaube ich, ähnlich. Er ist Der ist nicht viel unwahrscheinlich. größer, ne? Nee. Sieht jetzt echt relativ ähnlich aus von den Griffen und so. Ja. Ja, finde ich gut. Und was cool ist, ist, dass man hier wo das Swoop-Bike draufsteht, das sieht aus wie so eine kleine Auftankstation quasi. Die Tankstelle für Swoop-Bikes. Gucken wir mal, was da noch gibt. Großen Das ist von Gebäude. einem großen Gebäude. Ah, ja, cool, mit so einem Lüftungsgitterteil. Auch so die Tür hier so mit so Einlass und sowas. Oh ja, krass. Ja. Sogar in der Tür ist nochmal eine Prägung drin. Das ist ja nice. Hochdetailliert, muss man einfach sagen. Ja, Finde echt cool. Auch so das Display oder das Bedienpanel hier mit Display und dem Keyboard mit eigenen Knöpfen und so. Das ist schon gut gemacht. halt alles, ne? Jetzt hast du eine Tür hier drin, hast du Ja. Lüftungsanlage. Alles. Also da kann man sich beim Bemalen auch echt viel austoben. Das ist schon ziemlich cool. Ja, viel mit Lichteffekten arbeiten und ähnliches auf Oh jeden ja. Wer hier jedes Fall. Panel einen Lichteffekt macht, ja. Die Viel Spaß. Möglichkeit, mit Airbrush geht doch alles. Das, ja, aber es ist trotzdem immer noch sehr viel Arbeit. Muss ich auch Herausforderungen setzen. Ah ja, das sind die anderen Teile von dem großen Set.
Es ist doch schon relativ groß eigentlich als Terrarstück. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so von der Packung her. Ich finde das richtig, also die Kabelpuller sind richtig cool gemacht. Das ist auch nicht so gerade, das überlappt sich halt auch so ein bisschen hier so. Ja. Als halt sieht so ein bisschen natürlicher aus. Also als würde halt jemand da schlampig halt die Kabel verlegt haben. Ja, es sieht halt alles so ein bisschen runtergekommen aus, ja. Wie es halt bei Star Wars auch so ein bisschen der Vibe ist, ne? Na, hier so die kleinen Lüftungsdüsen und so drin, ja. Echt schon cool, muss man schon sagen. Und die Qualität ist auch, also echt top, ne? Da muss man sich nicht mit verstecken, auf jeden Fall. Das ist ein gutes. Also, ich verstehe, warum das Gelände halt auch nicht super günstig ist. Ja, verstehe ich. Also, verstehe ich jetzt auch vollkommen, wenn man es mal so in der Hand hat. Ja. So, das sind jetzt hier haben wir hier die Felsen, okay. Die Felsen hätte ich witzigerweise gesagt, dass die wesentlich größer werden in dem Set. Das sind super kleine Felsen so. Ja, wenn man sich das mal so anguckt auf der Verpackung, na gut, das sieht zwar jetzt schon, also dieses Gebäude sieht zwar schon größer aus, aber so viel kleiner sieht der Felsen nicht aus im Vergleich zu wie viel kleiner er ist. Ne? Das war, ich dachte auch, als ich das vorgestellt habe, okay, das sind jetzt größere Felsformationen drauf oder sowas. Ne? Das sind eher so. Ja, der Felsen ist vielleicht ein bisschen höher als eine Figur. Ja. Auch dieses Zahnrad-Ding hier ist ganz cool. Und das ist so ein bisschen dieser Vibe von diesen Promobildern auch, was sie gemacht haben, so mit diesen sechseckigen Felsen, damit das nicht so, wenn man so Anführungszeichen 0815 aussieht, ja, und ein bisschen eigenen Stil hat. Ist schon ganz cool. Genau, und den gibt es dann zweimal. Ja. Naja. Oh, da fallen schon die ersten Sachen raus. Nein. Oh nein. Genau, den gibt es zweimal, ja. Weil es eben die Felsen und dieses kleine Alter doppelt gibt. Cool. Wollen wir noch irgendwas dazu sagen? Also ich bin einfach begeistert. Also wenn ich es halt, ich betrachte natürlich ein bisschen aus Legion-Sicht halt so. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich dieses Gelände jetzt vom Aussehen nicht im Legion-Maßstab nutzen könnte. Also kannst du voll benutzen. Ja. Kannst du voll benutzen. Also das ist super easy. Das wird jetzt auch nicht irgendwie deplatziert aussehen. Auch wenn man sich mal so die Türen und die Leitern anguckt, die sind jetzt nicht so viel größer, dass man sagen kann, eine Legion-Figur wäre jetzt im Vergleich dazu viel zu klein oder könnte diese Leiter nicht hochgehen. Nee, das kann man auf jeden Fall benutzen. Ja. Das finde ich halt richtig gut. Hab man am Anfang echt Angst gehabt, dass das überhaupt nicht interoperabel ist, aber so kann es echt. Ja. Ja, weil das macht doch viel mehr Spaß, wenn man das Gelände für verschiedene Systeme nutzen kann. Ja, klar. Und ich meine, also das ist jetzt auch nicht so groß. Also für Legion ist das jetzt zwar nicht viel, aber es sind halt auch so eine Größe, dass man es immer wieder auf der Platte irgendwo unterbringen kann. Und das ist halt auch perfekt für so kleine Scatter-Terrain und so ist. Ne? Ja, genau. Und also kleine Gebäude kannst du überall hinstellen. Ja, so mit Laufstege dann verbinden und so, das macht dir immer Spaß. Ja, klar. Und jetzt, wo es auch bei Legion einfachere Kletterregeln und so gibt, kann das auch mal jetzt wirklich dann genutzt werden, ne? Dass man irgendwo mal auf ein Gebäude irgendwie hochklettert und so. Ne? Ja, cool. Okay. Ja, das gefällt mir. Sehr cool. Dann packen wir das mal zur Seite. Gebt es mir, ich gebe es bestimmt wieder. Ich nehme es nicht mit. Ich nehme es nicht mit. Was? Wo ist es? Ich weiß auch nicht, wo es gelandet. Irgendwie verschollen. Entschuldigung. So, gucken wir uns die Guten oder gucken wir uns die Bösen an? So, die Guten zuerst, das wäre dann Count Dooku. Hey, twice the pride, double the fall. Count Dooku, Jango und die Magna Guards. Also, ja. Eine witzige Kombination, finde ich, erst einmal. Er hat die Magna Garde bei Grievous erwartet. Ja, yeah, ja. Yeah. Und Grievous kommt mit den B2s, was halt. Aber das, okay. Das stimmt, das ist ein bisschen komisch. Hätte auch. Ja, klar, Dooku hat zwar Jango Fett angeheuert, aber hätte ich jetzt auch nicht da drin erwartet. Aber es ist, glaube ich, ganz cool, dass man ihn da hat, weil ansonsten wäre es irgendwie schwer, ihn irgendwie sonst unterzubringen. Ne? Und die halt alle wollen einen Jango haben. Ja, alle wollen Jango Fett haben. Das stimmt. Rückseite. Nicht so wirklich, sondern es ist vier Miniaturen drin. Es ist halt, was ein bisschen schade ist, klar, es ist schön, dass alle Sprachen halt irgendwie halt vertreten sind durch die Karten und all sowas. Die Verpackung sonst ist natürlich erstmal nur auf Englisch halt so. Ne? Das könnte. Genau, also du hast halt hier oben hast du nochmal Deutsch und Polnisch. Aber das war's dann auch. Also, hier nehmen wir jetzt nochmal Französisch und Spanisch. Ich weiß halt nicht, ob das die Leute, die ja halt das in einem Regal halt sehen, ein bisschen. Achso, ob die denken, dass das nur Englisch ist. Klar, die sehen da unten, okay, da halt auch sind die Sprachen zwar drauf, aber
Vielleicht wisst ihr nur, es gibt es noch in den Sprachen und sowas. Ich weiß nicht, wie das für die, ja, Kunden, die einfach nur im Regal halt gucken, ob das nicht ein bisschen abschreckend sein Ja, das könnte. stimmt, das müsste man sich, das müsste man da schon mal nochmal rangucken, anschreiben. Gucken wir mal da. Figuren. Also die Box ist nicht so voll wie die anderen, leider. Hier gibt es zwei Gussrahmen inklusive Bases. Und All die Karten. all die Karten. Ja, muss jetzt auch für jede Sprache drin sein, ja. Ja. Schauen wir erst die Karten an. Also das Artwork wird schon geil. Okay, Das ist wohl polnisch. Das lassen wir mal einfach Wir lieber. gucken mal, ob wir mal die Deutschen kriegen. Unidad de Apoyo, das ist wahrscheinlich Spanisch. Das ist sehr gut. Unité Principal, das ist wahrscheinlich Französisch. Wo ist es denn? Ah, Primäreinheit. Primäreinheit. Sekundäreinheit. Support. Perfekt. Mag den Comic-Stil immer noch. Ja, sieht schon cool aus. Also die Karten sind auch echt riesig. Ja. Gibt es dafür? Gibt bestimmt irgendwie auch Höhen in Wir haben Akzepten. vorhin schon bei uns im Laden gesucht. Wir haben auf die Schnelle erstmal keine gefunden, weil sie so groß sind. Weil das, also Das ist ja, die die gehen, kleinen, die kleinen gehen, das das sind so Tarot, ja. Tarotkarten. Ja, aber man sieht schon, dass die schon echt viel größer sind. Schon viel, viel größer. Und wenn du mal jetzt so eine Pokémon-Karte daneben hältst, ja, dann ist das schon fast ungefähr viermal so groß. Aber ist halt cool, weil du hast halt, die Designer konnten sich da echt ausleben mit dem Artwork. Und gerade auf der Rückseite, wo ja die ganzen Special Rules draufstehen, da brauchst du halt einfach Platz. Und das ist dann auch schon gut, dass du kein Referenzbuch brauchst oder sonst irgendwas, sondern du hast alle Regeln Ja, einfach auf der das Karte ist auf jeden draufstehen. Fall so. Aber man möchte ja auch, wenn man Karten hat, ist das erste natürlich, dass man Hüllen guckt, weil man Ja. braucht einfach Hüllen. Da Ja, weiß ich das. nicht, ob man da was gut findet. Aber ja. Das stimmt. Guck mal gerade noch hier. Also, das sind. Genau, die Befehlskarten gibt es Genau. dann noch, genau. Die Befehlskarten jeweils mit dem Artwork. Heißen bestimmt anders, aber so was Ich weiß es ungefähr. auch gerade nicht. Und die Formkarten. Ja, gucken wir mal, ob wir hier Das noch die immer. Deutschen finden. Machtmeisterschaft, das hört sich gut an. Sind da jetzt witzig, guck mal, sind auch die Befehlskarten für jeden halt Ja, doppelt und dreifach genau. noch mit dabei. Also, warum auch immer, diese Befehlskarten hat man jetzt irgendwie fünf, viermal, aber es ist okay, wenn einem irgendwas drüber läuft, dann ist das in Ordnung. Ja, die muss man auf jeder Sprache ausgedruckt haben. Das ist einfach Ja, so. genau. Also die Text drauf. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann Befehlskarten mit Text. Maybe, ja. Ja, genau. Das sind dann die Formkarten jeweils und dann halt auch mit Vorder- und Rückseite, wenn es die halt Genau, die entsprechend gibt. Primäreinheiten. Ja. Ja. Ganz cool. Macht auf jeden Fall was her. Auf jeden Fall. Also es ist einfach schön. Kann man schon so lassen. Gut. Sollen wir uns. Also wir gehen jetzt nicht auf Regeln oder so ein. Ich denke, da wird es nochmal extra Videos und so geben. Aber das würde sich auch den Rahmen ein bisschen sprengen. Ja, da sind wir auch, glaube ich, noch gar nicht genug im Spiel drin, Genau. um abschätzen zu können, Ja. was das für Spiel bedeuten könnte. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist und wie man die Einheiten spielt, dazu brauchen wir selbst auch erstmal ein bisschen Erfahrung im Spiel. Ziehen Yay! raus. Oh ja. Oh, das ist eng. Dann gibt es einmal vier Bases und einmal einen Gussrahmen mit den Miniaturen. Ich halte das mal ein bisschen, funktioniert. Ja, Yeah. super. Also man sieht schon, also gerade so Lichtschwerter und auch diese Energieeffekte sind schon ganz schön, also sehr filigran, ne? Aber auch einfach super gut ausgearbeitet. Also gerade auch so Dokus Hand mit dem Blitzeffekt und so, ist schon cool. Ich bin auch sehr begeistert, dass du halt wirklich auch Optionen hast zum Zusammenbauen, ne? Dass nicht immer jede Figur total Ja, gleich ist und ja. gerade die Primär- und Sekundäreinheiten echt Optionen haben zum Zusammenbauen. Ja, das Das stimmt. ist wirklich gut. Ein bisschen Optionen hast du. Sehen wir auch später noch bei den Klonen, gerade so was so Gesichter und so angeht. Ja, aber auch so hier Jango Fett, Blaster und so, ne, das ist schon echt richtig cool eigentlich. Man sich die Stäbe halt anguckt, weil man kann, was da, wie detailliert die einfach ausgearbeitet sind, ne? Ja, Mit ja. denen, das ist schon richtig gut. Das ist echt cool. Also ich glaube, da wird man sehr viel Spaß beim Anmalen haben. Es gibt auch taktische
Ist das so eine seismische Bombe? Das sieht so aus. Sehr passend zu dem Django, dass er da drauf steht vielleicht. Ja, das sieht nämlich genau, also das hier sieht so aus wie diese seismische Bombe, die von der Slave als abgeworfen wird. Ziemlich cool. Ja, sehr schick. Und auch hier, boah, die ganzen Finger von den Magna Guards und so modelliert, das ist schon echt krass. Also echt ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja, Bases gibt es dann auch modelliert. Das ist ein bisschen schade teilweise, dass die alle schon vormodelliert sind. Genau. Also hat positive und hat negative Aspekte. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich gerne meine Bases eigentlich selbst gestalte. Aber ich kann es halt auch verstehen, dass wenn man da keine Lust drauf hat, dass das einfacher ist. Ne? Weil du, also die sehen auch gut aus. Ja. Das tun das, das kann man jetzt nicht sagen. Die sehen echt gut aus. Und da kann man auch gut was rausholen. Ja. Wäre halt cool gewesen, wenn sie einfach nochmal Blank Bases dabei gepackt hätten. Das wäre super gewesen. Ja. Das wäre der ideale Weg, um alle Seiten dann glücklich zu machen. Genau, dann kannst du die entweder die Gestalteten nehmen oder die Blank Bases und dann wäre alles gut gewesen. Das sind auch alle gleich groß. Das gibt ja auch verschiedene Größen. An dem Set sind die, glaube ich, alle gleich groß. Ja, genau, hier sind sie alle gleich groß. Ja. Also Bases sind natürlich jetzt deutlich größer als bei Legion. Ja. Aber die Miniaturen sind halt auch ein Stückchen größer und die Miniaturen füllen die Bases meistens auch nicht komplett aus. Also man hat dann schon ein bisschen Möglichkeiten, da auch noch auf die Base noch irgendwas drauf zu machen oder so. Das geht schon. Ja. Aber man kann halt jetzt nicht auf einmal, oder schwieriger, da einen Lavafluss drauf zu machen. Das ja, Lava, klar. Das ist halt dann wieder. Das stimmt, das stimmt. Das ist halt die Frage, vielleicht kriegt man irgendwo her, na, kriegt wahrscheinlich Bases in der Größe her. Drehducken, aber. Genau, also ich habe auf der Adepticon ja schon mal Simone genervt und habe gefragt und sie hat gemeint, nein, es wird keine nicht gestalteten Bases geben. Ich glaube, okay, ein bisschen schade. Muss man halt gucken, aber wenn nicht, muss man sie wahrscheinlich wirklich 3D drucken. Ja, wahrscheinlich. Cool. Okay. Ach, wunderschön. Dann gehen wir mal zum letzten Pack. Hello there. Wenn ich das sage, erinnere mich an Crabok. Ja, auch wieder ziemlich cooler Artstyle von Obi-Wan, auch dass er mal so grimmig guckt, nicht immer so nett. Muss Obi-Wan wirklich wieder in dieser Pose sein? Ja, das stimmt. Immer diese Pose, die immer benutzt wird. Ja, das ist richtig. Also, das stimmt. Ja, es ist Obi-Wans typische Pose, aber man hätte es auch ein bisschen anders machen können, das stimmt. Ich finde zum Beispiel die Pose, wie er auf der Packung ist, mit dem Lichtschwert so gekreuzt über dem Arm, eigentlich ein bisschen cooler. Das ist auf jeden Fall, was, weil die Pose kennt man jetzt wirklich. Ja, das stimmt. Die in- und auswendig. Ne? Ja, und jetzt. Aber klar, gut aussehen tut er trotzdem, das halt nicht, aber es. Ja. Hey, auch hier sind vier Miniaturen enthalten. Auch Cody mit Tactical Rock. Musste haben. Musste haben. Gucken wir hier mal rein. Hier gibt es auch wieder einen Gussrahmen und Bases. Yay. Und Karten. Ah, guck mal, hier ist sogar so ein Pamphlet dabei. Das ist beim ersten nicht dabei. Oh, da war das Papier auch dabei. Ja, stimmt. Also hier ist auch wieder nichts Besonderes. Man hat einmal die Figuren und jeweils die Anleitung, wo man bitte Dumbo-Anleitung kriegt. So, dann gucken wir uns auch erstmal die Karten an. Wieder ein Stück Atmung. Das können sie einfach. Polnisch. Guck mal, das ist gar nicht so schwer. Direkt hinter Polnisch ist Deutsch. Haben wir schon mal gemerkt. Sehr gut. Viel. Stell dir Obi-Wan in der Pose vor. Ja, das wär voll cool gewesen. Ja. Das wäre echt cool gewesen. Ja. Aber Cody ist auch schon echt schick. Auch die Figur ist echt schick. Ja, mit diesem abgeranzten Look. So. Konzentrierte Feuerkraft. Das klingt schon sehr deutsch. Gut an, ja. Vorm 3 sowieso war er gerade so, das ist alles immer gleich. Ich habe die mir hoch. Achten. Bild. Und
die Formkarten. Ja, auch. Das ist einfach gut. Ja. Also ich kann verstehen, dass einem der Comic-Stil vielleicht nicht so gefällt, aber ich finde ihn echt super. Auf jeden Fall. Obi-Wans Karte ist ganz schön voll. Das Wissen und die Verteidigung. Hallo, wie geht's denn so? Muss das denn benutzen? Im Englischen heißt es einfach Hello there. Ja, so ist es halt auch im Film. Ja, genau, so ist es halt im Film. Okay, cool. Dann darfst du gerne den Gussrahmen mal rausholen. Ich habe eine wichtige Aufgabe hier. Auf jeden Fall, immer. Seite. Bases. Sind es dieselben Bases oder sind es andere Bases? Das sind leider dieselben Bases. Ja, ein bisschen. Müssen wir nochmal vergleichen, wie viele verschiedene es gibt. Aber ja, das stimmt. Wenn man jetzt halt schon weiß, dass man sich irgendwas im Core-Set zum Beispiel oder als Erweiterung kaufen möchte, dann kann man natürlich mal gucken, was im Core-Set drin ist, ob die im Core-Set vielleicht ein bisschen anders sind. Und dann ein bisschen durchmischen. Ja, dann haben wir hier mal einen Gussrahmen von Obi-Wan und Cody und den Klonen. Wenn der Autofokus das möchte. Ja, jetzt. Sehr gut. Ja, hier sieht man so gerade so die Rifle, ne? Super, super krass detailliert. Also auch viel schön. Also einfach durch die Größe einfach mehr Möglichkeiten, das zu detaillieren, wie jetzt bei Legion. Auch hier diese kleine Antenne und so, ja. Echt schon cool. Jetpack. Gerade weil die Klone in Legion halt ja doch ältere Modelle sind mittlerweile. Ja, genau. Da merkst du schon einen großen Unterschied. Genau. Aber Cody hier auch mit Helm in zwei Teilen, ne? So aus. Da ist das Vorderteil. Mhm. Das Hinterteil ist hier. Also auch ein bisschen frickelig, aber schon okay zum Zusammenbauen, denke ich. Und hier hat man dann auch die Helm und die Gesichtsoption. Ja, und das Gesicht sieht auch echt sehr detailliert aus. Ja. Das ist schon cool. Oh, guck mal. Und Obi-Wan hat sogar dieses Jedi-Symbol im Skalp drin. Also das ist echt cool. Das ist richtig. Das sieht auch richtig. Jetzt. Ja. Perfekt. Also hier sieht man das. Das Symbol vom Jedi-Orden ist wirklich in der Schulter drin. Ja. Also mit einer Wash oder mit einer Contrast-Paint kann man das dann richtig schön rausholen. Und es sieht dann immer gut aus. Man braucht kein Freehand zu machen und so weiter. Das ist echt cool. Und rein ist, ne? Ja, ist das echt tief drin. Ja. Ja. Weil normal oft wird ja mit aufgedruckt und sowas. Das ist wirklich. Ja, das ist echt cool. Das ist dann auch, das gibt dann auch so die Hoffnung, gerade wenn du später mal noch so kleine Details hast und so, dass die auch auf der Miniatur dann drauf sind und richtig gut ausgearbeitet sind, dass das genauso sein wird. Also von den Skypes her, sind wir ehrlich, ne? Braucht sich MG vor keiner anderen Firma verstecken, nee, ne? Nee, gar nicht. Das ist. Also auch mit der Gussqualität, da ist kein Unterschied zu Games Workshop. Ja. Das ist echt top. Games Workshop hat halt mehr Kram in der Regel dran, weil es das Universum halt hergibt. Aber wir wollen Detailgrad hier, das ist alles ein richtig guter Guss, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also hier auch so bei den Armen von den Klonen, dass da diese Knöpfe bei ihren Coms-Dingen an den Handgelenken alle so ausgearbeitet sind oder hier auf dem Rücken. Die Rückenmodule und so, das ist schon richtig cool. Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. Ah, und hier sind auch noch so einzelne Dinge dabei, die du auf die Base damit draufkleben kannst, glaube ich. Das ist ja richtig. Ja. Dass du die Base quasi so ein bisschen gestalten kannst. Weil hier ist einmal der Tactical Rock und hier hast du einfach noch Gestaltungsmöglichkeiten dann für die Base. Das ist auch ganz nett. Ja, Base-Gestaltung geht immer. Klar. Cool. Sehr schön. Das war unser kurzes Unboxing vom Hello There, Twice the Bride und dem das Take Cover Terrain Pack. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und
Wir bringen euch bestimmt noch mehr Shatterpoint-Content in der nächsten Zeit. Okay, macht's gut, Leute. Wir hören uns und sehen uns. Ciao. Tschüss.